Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe heute eine Menge Produkte, die ihr schon kennt, aber in einer neuen Kombination. Und zwar zeige ich euch Produkte, die für mich eine bestimmte Marke ganz besonders hervorgehoben haben. Oder, ich weiß noch nicht genau, wie ich es nenne, meine liebsten Produkte aller Zeiten von bestimmten Marken. Und ich hatte es euch bei Instagram schon angekündigt. Dieses Video ist etwas ganz, ganz Wichtiges und ganz Besonderes, und zwar werden alle Einnahmen dieses Videos gespendet an Opfer, an Organisationen für oder gegen Buschfeuer in Australien. Ich hatte euch das auf Instagram schon gesagt, dass ich euch allen irgendwie so ein bisschen die Möglichkeit geben möchte, etwas Gutes zu tun, und zwar ist das folgender Hintergrund. Ich weiß, und ich wäre der Letzte, der das jemals kritisieren würde, dass jemand etwas nicht spendet, weil er es einfach nicht kann. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wie kann ich jemandem die Möglichkeit geben zu spenden, der finanziell aber nicht die Möglichkeit hat. Und was gibt es für eine bessere Möglichkeit als die Einnahmen eines YouTube-Videos, wo ihr effektiv nichts tun müsst, außer es euch anzuschauen, die Einnahmen spende. Ich werde diesem Video 4 Wochen Zeit geben, dann weiß ich ungefähr, wie viel ich mit diesem Video eingenommen habe. Und der Gewinn dieses Videos wird dann gespendet. Ich werde euch dann aber so in 4 Wochen darauf nochmal aufmerksam machen. Ich will euch einfach die Möglichkeit geben, dass ihr ein gutes Gefühl habt, dass ihr etwas tut, obwohl ihr nichts aus eurer eigenen Tasche bezahlen müsst. Es ist vielleicht ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich bin nicht jemand Riesengroßes, der hier Tausende von Euro mit einem Video macht, aber 100-200 Euro werden wir bestimmt damit machen. Und wir können einfach als Community etwas Gutes tun. Bevor es kommt, ich habe es auch auf Instagram schon angesprochen. Ich weiß, wir haben auch in unserem Land Probleme, und ich werde das Ganze in den nächsten Monaten fortführen für Organisationen hier in Deutschland. Jetzt ist aber gerade in Australien wirklich jede Hilfe gebraucht, und die möchte ich jetzt auch geben. Im nächsten Quartal werden wir das Ganze aber für eine Organisation in Deutschland machen. Da werde ich dann aber nochmal auf euch zurückkommen. Was ihr tun könnt, damit wir noch mehr mit diesem Video einnehmen, ist, teilt dieses Video mit eurer Familie, mit euren Freunden, schickt es irgendwelchen Leuten, die ihr kennt, lasst es im Hintergrund laufen, lasst es einfach durchspielen. Ich werde in diesem Video auch mehr Werbung als sonst einspielen, weil vielleicht wisst ihr es nicht, die Werbung, die in dem Video ist, und je nachdem, wie oft sie sich angeschaut wird oder wie oft sie drin ist, bestimmt, wie viel Geld an einem Video verdient wird. Das heißt also, das Video wird etwas länger, ich werde aber auch mehr Werbung mit reinschalten. Nur, dass ihr es wisst, ich mache das nicht, damit ich besser dastehe oder so, aber ich möchte einfach, dass wir zusammen etwas Gutes tun können. Und wenn wir das mit Make-up verbinden können, Make-up kann ganz, ganz viel auf dieser Welt retten, dann finde ich das eine schöne Sache. Eine Sache noch, wo ich heute Morgen dran gedacht habe, es wird bestimmt irgendjemand kommen und sagen, anstatt es zu sagen, mach's doch einfach. Theoretisch ja, ich habe von meinem eigenen Geld auch schon gespendet. Aber ich bin nicht ein YouTuber mit 10 Millionen Abonnenten, wo ich einfach mal random 10.000 Euro von einem Video abgeben kann. Und da bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Je öfter ihr dieses Video anschaut, je öfter ihr dieses Video mit Freunden teilt, desto mehr Geld kommt in dieses Video rein und kann gespendet werden. Gut, ihr könnt sehen, ich bin gut drauf eigentlich. Im Moment passiert ganz, ganz viel. Ich erzähle euch das alles in den Videos für so ein Get Ready With Me mit Produkten, die ich liebe, die irgendwie für mich, ich weiß noch nicht genau, wie ich es nenne. Ich habe noch nichts drauf. Meine Haare nerven mich jetzt schon. Vielleicht hole ich gleich wieder die Mütze. Aber ich möchte als erstes mit Primer anfangen. Und ich habe ihn euch schon so oft gezeigt. Und es ist einer meiner absoluten Favorite Primer auf der ganzen Welt. Auch einer meiner absoluten Lieblingsbrands auf der ganzen Welt. Dieses Video ist übrigens nicht gesponsert. Keins dieser Produkte. Das ist von How Cosmetics, das Indigo Child Pearl Shine Elixier. Ich habe es euch 1000 Mal gezeigt. Viele von euch haben das auch schon. So ein tolles Produkt. Das ist wie so eine Milch, die ich mir ins Gesicht gebe, die dem Gesicht eine richtig, richtig schöne, einen schönen Glow gibt. Einen ganz, ganz leichten, subtilen Glow, der nicht glitzert. Der ist wirklich nur leicht und lässt eure Haut so ein bisschen strahlen. Dadurch, dass lila Partikel mit drin sind, sieht eure Haut auch gleich noch ein bisschen frischer aus. Ist ähnlich wie der von Becker, nur besser, wesentlich besser. Made in Germany, tolle Jungs, die das machen. Tolles Unternehmen, ich lieb's. Ich habe davon, glaube ich, jetzt die 6. Flasche durch. Und wenn ich 6 Flaschen von einem Produkt innerhalb von 1,5 Jahren verbrauche, ist es ein wirklich, wirklich gutes Produkt. Bei der Foundation war ich mir so ein bisschen unsicher. Ich wollte ja eigentlich eher so meine Favoritenprodukte, die eigentlich nicht so Favoriten sind. Das ist so ein bisschen schwierig, dieses Video. Ihr merkt es schon. Aber ich habe mich dafür entschieden, Produkte zu nehmen, die
für mich Marken auf ein anderes Level gebracht haben, die etwas verändert haben in der Make-up-Community, so wie wir hier mit diesem Video etwas verändern können, wenn wir das Geld spenden. Und ich habe hier einmal von Fenty die Pro Filter Foundation in der Farbe 190 und von Zoeva die Authentic Skin Foundation. Beide sind einzeln schrecklich. Ich mag beide einzeln einfach wirklich, wirklich gar nicht. Aber in Kombination ist das sehr, 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 sehr schön. Wir haben eine matte Foundation, wir haben eine Luminous Foundation und zusammen ist das die perfekte Foundation. Farblich, das ist mittlerweile so ein Running Gag hier geworden, Freunde, habe ich das Gefühl. Farblich, schauen wir mal, was wir hier draus zaubern können. Ich mische mir das Ganze hier auf meiner Mischplatte und fange dann an, mir das Produkt hier ins Gesicht zu geben. Es sieht jetzt ein bisschen gelblich und dunkel aus, aber ihr wisst, Farben sind hier auf meinem Kanal nicht existent. Weder in der Kamera, noch bei euch auf dem Display, noch in meinem Real Life. Ich sehe immer am Anfang anders aus. Mittlerweile ist es ein Running Gag geworden. Vielleicht sollte ich meine Foundation rausbringen in Gelb oder Grün. Also in Farben, die man eigentlich nicht braucht. Ich arbeite mir das Ganze mit dem Beauty Blender ein und lasse mir da auch wirklich Zeit, weil das Make-up soll den ganzen Tag halten. Also das ist jetzt hier kein Make-up, wo ich sage, das ist irgendein Party-Make-up oder irgendwas Besonderes. Das ist eher so mein Alltags-Make-up, wie ich meinen Alltag optisch bestreite. Und wir schauen einfach mal, was wir daraus Schönes zaubern können. Einfach so ein ganz gemütliches Video. Ihr habt es auch schon mitbekommen, in meiner Wohnung sieht es im Moment ein bisschen schwierig aus. Ich bin ja gerade so im Umzugsstress und es ist alles so ein bisschen schwierig gerade, weil ich ja eigentlich zum 1.1. ausziehen wollte. Jetzt wird aber die komplette Wohnung neu gemacht dort und ich kann nicht einziehen. Und ich sitze hier auf gepackten Taschen und mein Studio ist halbwegs aufgebaut und nicht mehr aufgebaut. Also es ist sehr, 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 sehr spannend gerade hier alles und ich bin einfach froh, wenn das ganze Thema durch ist. Ich habe auch schon den ersten Vlog gedreht. Mir fehlen noch ein paar Minuten, dass es nicht ganz langweilig ist und ihr mich nur seht, wie ich im Auto sitze und mich über Ikea am Freitag aufrege. Aber ich werde da auf jeden Fall bald weitermachen und dann werden das auch mehr Videos. Also es wird nicht nur 3 Videos die Woche geben, dann wird es manchmal vielleicht auch 5 oder 6 Videos geben. Also falls ihr das nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann kriegt ihr auf jeden Fall alle Informationen, die ihr braucht. Foundation ist eingearbeitet. Ich liebe die Farbe gerade. Es ist so ein bisschen in die wärmere Richtung, in die gelbliche Richtung. Und ich hatte auch ganz viele Nachrichten bekommen, auch auf Instagram, wie ich das mit den Farben machen kann. Vielen Dank für die Tipps dort. Ich glaube, dass ich die meisten Foundations halt eher im Sommer kaufe. Und ihr wisst, ich bin Italiener. Ich werde recht dunkel, wenn ich das möchte. Und habe die Foundations auch immer so gekauft, dass es in jeder Jahreszeit irgendwie passt. Und am Ende des Tages sieht das ja auch alles immer verhältnismäßig gut aus. Also ich bin nicht draußen und kriege einen Schreck. Also ist es ja nicht. Sondern es ist ja meistens hier nur am Anfang der Foundations. Foundation ist einmal eingearbeitet. Jetzt kommen wir zum Concealer. Und da habe ich 3. Ich bin mir noch nicht sicher, welchen Concealer ich benutzen möchte. Ich habe einmal den Tarte Shape Tape. Ihr wisst es, mein Favorite. Dann, wenn das Video heißt, Produkte, die Marken verändert haben, Make-up Revolution Conceal and Define Concealer und von L'Oreal den Infallible Concealer in 323 Fawn aka Deckweiß. Ich glaube, wir nehmen einfach mal erstmal so ein bisschen Make-up Revolution. Der hält nicht ganz so lange wie der Tarte Shape Tape. Und dann gebe ich mir den hier einfach noch over rüber und lasse das Ganze so ein bisschen antrocknen. Auf meine Nase, ihr kennt das Spiel. Ansonsten passiert im Moment auch Backstage ganz viel. Ich bin im Moment auf Instagram nicht ganz so aktiv, wie es eigentlich gerne sein würde. Das Posten habe ich so ein bisschen vernachlässigt in den letzten Wochen. Aber ihr werdet bald, ist gemein, wenn ich das sage, weil es ist nicht bald. Aber in diesem Jahr verstehen, warum. Ich filme das Ganze selbstverständlich auch wieder alles für euch, dass ihr dann irgendwie im Nachgang ein Video sehen könnt, wie alles entsteht. Aber es passiert einfach Backstage so viel, sei es in meinem Privatleben, in Dennis und meinem Privatleben, in meinem beruflichen Leben, wo einfach sich gerade alles so ein bisschen verändert und ich probiere irgendwie alles, so gut es geht, unter einen Hut zu kriegen. Ihr könnt dieses Video selbstverständlich auch morgen euch nochmal angucken und euch gemeinsam mit mir schminken. Dann, ich finde das immer total schön, ich schaue total gerne YouTuber, die etwas längere Videos machen, wo nicht viel Spannendes passiert, die einfach so ein bisschen erzählen, was passiert gerade, was benutzen sie für Produkte,
Ich kann euch auch gerne mal ein Video machen, YouTuber, die ich gerne gucke, die viel zu unterschätzt sind. Jetzt auch nochmal mit dem Infallible Concealer rein. Der ist sehr, sehr hell, Freunde. Also Achtung. Aber dadurch, dass die anderen Concealer ein bisschen dunkler waren, ist das jetzt wirklich einfach nur noch, um aufzuhellen. Ich lasse das Ganze so ein bisschen setten, einfach drauf und möchte mit dem Milk Makeup Bronzer Stick weitermachen. Ist ein super, super gutes Produkt. Wenn ich Cream Contour benutze, dann entweder den oder diese Sticks von Uma Beauty. Die sehen einmal so aus. Ich möchte jetzt aber mit diesem Bronzer Stick arbeiten mal wieder und setze mir das hier so ein bisschen hin und fange dann an, das mit meinem Beauty Blender so ein bisschen zu verblenden. Also das ist jetzt wirklich nur so ein. Wir lassen uns Zeit heute. Wir bronzen, wir Cream konturieren, wir machen einfach ein schönes, zartes Make-up. Das ist dann auch heute mein Tages-Make-up. Deswegen wird es keinen riesengroßen Lidschatten-Look geben, sondern ich wollte einfach einen, ja, einen Look, mit dem ich heute so ein bisschen den Tag bestreiten kann, weil das ein Video ist, was halt super, super spontan war und ich eigentlich was anderes geplant hatte, aber. Die Idee ist gerade wichtiger und je früher dieses Video kommt, desto besser. Zum Setten, keine Frage, nichts Neues. Die, die es noch nicht probiert haben, selbst schuld, wirklich. Jeffree Star Loose Setting Powder. Ich benutze es heute in der Farbe Beige, weil meine Base ja auch so ein bisschen dunkler ist. Ich gehe aber vorher noch einmal kurz hier unter meine Augen und möchte das Ganze vorher mit einem anderen Puder setten. Und zwar mit dem IT Cosmetics Bye Bye Pores Puder. Ihr seht es gleich, es ist fast leer, weil es wirklich gut ist. Das ist ein Puder, was ich im Alltag jeden Tag benutze, um mein Make-up zwischendurch ein bisschen wieder aufzufrischen. Ich gehe damit nur wirklich direkt dorthin, wo die Creases sind, weil ich da im Moment, ehrlich gesagt, nicht mehr bake. Also ich möchte mit dem Puder einfach nur die Creases so ein bisschen minimieren. Hier so ein bisschen über die Poren, einfach schon, um so ein bisschen Schein wegzunehmen. Und dann nehme ich erst mein Baking-Puder im Moment. Das hilft einfach, dass das Ganze nicht ganz so trocken aussieht unter den Augen, weil ich auch mit dem Puder nicht mehr direkt unter die Augen gehe, sondern nur in diesen Bereich. Ich arbeite das Puder auch schön ein, konturiere damit gleich meine Nase und sehe sehr, sehr verrückt aus. Aber ihr wisst es, es hilft einfach sehr. Und auch falls ihr ein bisschen älter seid oder Probleme mit Baken habt, aber gerne baken wollt, macht es so wie ich, nehmt euch ein transparentes Puder, irgendwas, geht damit unter eure Augen, also direkt unter eure Augen und baket wirklich nur unter den Creases. Also nicht direkt in den Creases, sondern darunter. Gehe mit dem Rest vom Schwamm hier auch gleich auf meine T-Zone. Ansonsten ist für mich tatsächlich der Anfang des Jahres recht, wie soll ich sagen, ruhig. Ich habe, als ich so krank war jetzt Ende letzten Jahres, habe ich festgestellt, wie wichtig es für mich ist, auch mal Zeit zu haben für Sachen, die nichts mit YouTube, die nichts mit Make-up zu tun haben. Ihr wisst es, ich nehme es ja hier alles sehr, 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 sehr ernst und ich habe, glaube ich, seit 2 Jahren jeden Tag irgendwie irgendwas für YouTube und Social Media gemacht. Einfach weil, ich will mich nicht beschweren, dass mein Wunsch ist, dass das funktioniert alles und das tut's. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich sage, okay, es ist alles in Ordnung. Warum machst du dir so einen Stress? Entspann dich. Es klappt alles. Du kannst nicht alles beeinflussen. Du kannst nicht alles noch schneller machen. Du kannst nicht jeden Tag irgendein Video drehen oder so. Chill, Schätzchen. Chill. Und ich will das so ein bisschen mit euch mitgeben. Alles, was ihr tut, ist richtig. Und ob es heute oder morgen passiert, es ist alles okay. Macht euch nicht verrückt. Base sieht snatched aus. Ich muss hier noch so ein bisschen überblenden. Aber ich lieb's. Ansonsten können wir weitermachen mit Bronzer. Und auch da zwei Produkte. Aber nee, wir machen erst mit Contouring weiter. Das mache ich nämlich im Moment ganz gerne. Ich konturiere erst und dann bronze ich von Essence. Diese Contouring-Palette, Freunde. Es ist die beste Contouring-Palette, die es gibt. Wirklich. Ich habe in den letzten Jahren einiges an Contouring ausprobiert. Aber diese Palette ist die beste. Ihr könnt es sehen. Zack, verblendet. Fertig. Nicht patchy, perfekt, schnell, einfach und vor allen Dingen extrem, extrem günstig. Also ich glaube, die Palette kostet
lasst mich lügen, 3 Euro. Und das ist wirklich, wirklich günstig. Blend das Ganze hier wirklich schön hoch. Gehe damit auch gleich so ein bisschen an meine Nase und vor allen Dingen hier an dem Übergang zwischen Augenbrauen und Nasenbein. Ich finde, das zieht das ganze Gesicht nochmal so ein bisschen zusammen und gibt dem ganzen Make-up und dem ganzen Gesicht einfach noch mehr Form. Dadurch, dass ich ja jetzt keine richtigen Augenbrauen mehr habe im Real Life, irgendjemand hatte geschrieben, sieht das nicht total bekloppt aus, wenn du nicht geschminkt bist? Ich finde nicht. Also, ich habe sie ja mir nicht weggewaxt. Aber Contouring, sehr, 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 sehr schön. Nicht zu kühl, nicht zu warm. Bombe. Ein Produkt, was mich zu einer Marke als erstes gebracht hat, ist von Too Faced der Sweetie Pie Bronzer. Das ist ein Radiant Matt Bronzer. Macht nicht ganz so viel Sinn. Also er soll matt sein, er ist aber auch irgendwie radiant und hat so Rot und Gold mit drin. Er ist recht warm. Ich gehe auch mit dem Puderpinsel hier rein, den ich eben benutzt habe und swirle einfach rum. Und ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, es ist schon ein recht warmer Bronzer. Der ist vor allen Dingen für den Sommer schön. Aber vielleicht erkennt ihr es, der hat so einen subtilen Schimmer. Das ist, ich würde sagen, die High-End-Version zu dem Butter Bronzer von Physicians Formula vom Finish her. Also auch von der Farbe her ähnlich, nicht so kühl, recht warm, aber nicht zu warm und gibt der Haut so ein weiches Finish. Nicht highlighty, sondern durchfeuchtet. Ich sage immer ganz oft, das sieht so aus, als hätte ich viel getrunken. Genau so sieht dieser Bronzer aus. Und ihr seht es, er ist nicht zu warm und er verschmilzt. Er verschmilzt einfach richtig, richtig schön mit eurer Haut. Auch den gebe ich mir hier vor allen Dingen zwischen meine Augenbraue und meiner Nase und hier nochmal extra an meine Schläfen, um das Ganze so ein bisschen nach hinten zu ziehen. Als Blush, ein Blush, der eine Marke komplett verändert hat und auch für mich so ein bisschen bekannter gemacht hat, ist der Milani Blush in der Farbe Luminoso. Wunderschön, sehr shimmery, sehr, sehr... Oh, da ist ein Pinsel drin. Wusstet ihr das? Da ist ein Pinsel drin und ein Spiegel. Okay, wer benutzt so einen Spiegel? Aber wow, okay. Den gebe ich mir hier wirklich schön hoch. Ich nehme den Pinsel auch wirklich von oben, einfach um nur diesen Bereich zu treffen. Und sieht ein bisschen verrückt jetzt in der Kamera aus, aber dadurch komme ich näher an mein Auge und ich finde es schöner, wenn der Blush ein bisschen höher sitzt. Als Highlighter möchte ich gerne von Ofra den Mini-Highlighter in Rodeo Drive benutzen. Ofra ist für mich tatsächlich eher bekannt für Highlighter. Hat Ofra eigentlich andere Sachen außer Highlighter oder irgendwas, was mit Glow zu tun hat? Hi. Super leuchtend. Es gibt so viele verschiedene Farben. Ich kaufe die Ofra-Produkte nur bei Purish, weil es ist in Deutschland, sie haben es und es geht super schnell mit dem Versand. Und es gibt wirklich alle Farben, von gelb bis blau, bis grün, bis neon, bis rosa, alles. Damit gehe ich hier schön grobflächig über die höchsten Punkte und highlighte nur ganz leicht und subtil. Unser neues Lieblingswort. Freunde, ich werde mir ganz kurz die Augenbrauen einmal raufmachen und bin gleich wieder zurück. Und die Augenbrauen sind einmal drauf und jetzt könnt ihr sehen, warum ich das abrasiert habe. Ich kann es einfach viel, viel gerader machen und das Ganze sieht von vorne einfach so ein bisschen snatched aus. Und ich habe einfach viel mehr Platz für Lidschatten, theoretisch. Ich möchte keinen Lidschatten benutzen, ich möchte einen Mono-Lidschatten so ein bisschen in die Crease geben. Und das ist eigentlich ein Shade and Glow-Produkt von Nabla. Nabla ist für mich so eine Marke, die ist ein bisschen unterschätzt, ehrlich gesagt. Niemand spricht über Nabla, die hat tolle Produkte, kommt hier aus Europa, aus Italien. Und ich gehe einen ganz, ganz fluffigen Pinsel rein, klopfe ab und gebe mir das in die Crease. Ganz weich für so einen leichten Bronze-Look. Konzentriere das meiste Produkt hier außen hin und blend das Ganze so ein bisschen aus für einen leichten Touch of Golden Glow. Nichts Spannendes. Der hat Schimmer mit drin, also das ist keine richtige matte Farbe. Dadurch wirkt euer Lid. Aber die meisten Leute gucken euch hoffentlich in die Augen und nicht irgendwo anders hin. Und wenn sie auf eure Augen gucken und auf eurem Lid, sieht es gesund aus, wirkt euer komplettes Gesicht gesund. Deswegen finde ich Schimmer in der Crease als Monolidschatten, das ist ja kein Glitzer, sondern das ist ja wirklich nur ein ganz subtiler Schimmer, nicht schlimm, sondern eher hilfreich. Auf meine Lippen kommt noch ein einziges Produkt und das ist von
Lime Crime, der Wet Cherry Lip Gloss. Der beste oder einer der besten Lipglosse, die ich kenne und auch die ich habe. Und durch diesen Lipgloss habe ich diese Marke kennengelernt. Er riecht göttlich nach Kirschkuchen. Hat die perfekte Farbe und er versorgt eure Lippen einfach so, so schön mit Feuchtigkeit. Ich trage ab und zu im Alltag auch einen Lipgloss. Meistens ist das Problem dann aber, dass ich, wenn ich am nächsten Tag nichts auf den Lippen habe, meine Lippen einfach so crusty sind, dass ich einfach am liebsten weinen möchte. Ich curle einmal kurz meine Lashes und benutze dann hier die Roller Lash Mascara. Ich benutze entweder die Roller Lash oder die Better Than Sex Mascara. Die Roller Lash macht die Wimpern eher so ein bisschen definierter. Nicht ganz so klumpig, nicht ganz so dick, sondern eher so ein bisschen in die natürliche Richtung. Und das, Freunde, ist einmal der fertige Look mit Produkten, die für mich alles verändert haben, die Marken verändert haben. Ihr seht es im Titel. Tolle Produkte. Ganz einfach tolle Produkte mit einem schönen, natürlichen Ergebnis. Gesund, glücklich, frisch, zufrieden. Und ich liebe diesen Look. Das ist mein Alltagslook. So gehe ich jeden Tag aus dem Haus. Und bin gespannt, was ihr dazu sagt. Freunde, denkt dran, die Einnahmen dieses Videos werden alle gespendet. Also je mehr Leute dieses Video sehen, je mehr Werbung hier drin ist, je mehr ihr sie anguckt, desto mehr können wir spenden. Ich danke euch für euer Vertrauen, für eure Zeit. Wünsche euch einen wunderschönen Mittwochabend, einen wunderschönen Donnerstagmorgen. Ganz egal, wann ihr dieses Video seht. Wir sehen uns beim nächsten Mal.